Die Geschichte von Henry Bishop. Wir sind ein Makler und wir müssen ein Haus verkaufen. Und dieses Haus ist, wer hätte es gedacht, scheinbar verflucht. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Haus zu verkaufen, und wir werden von unserem Chef direkt zu diesem Haus geschickt. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Das Spiel ist, glaube ich, ein russisches Spiel. Mal sehen. Bin gespannt. Und dieses Spiel hat... Mal gucken. Das ist natürlich wieder ein Horrorspiel, wie man vielleicht jetzt auch schon unschwer sieht und ja, auch hört. Vor allen Dingen hört. Und es gibt dort auch einige Rätsel für uns zu lösen. So, auch mal ein bisschen leiser machen. Wer weiß, was uns gleich erwartet. Das ist interessant. Wir wachen also in einem Raum auf. Spielerbewegung. Aha, das ist die Steuerung. Inventar, Taschenlampe. Oh, Taschenlampe, ja, geil. Ja. Ein Run. Ah, das ist blöd, dass man die Steuerung hier scheinbar wieder nicht umändern kann. Okay. Kurz meine Maus ein bisschen runterstellen. Aber es sieht so aus, als ob wir hier keine. Als ob wir hier keine Batterie haben. Also keine Batterieanzeige. Das ist schon mal sehr schön, muss ich sagen. Was ist das? Wie eine Tagebuchseite. Viele Schränke haben seltsame Symbole. Mir scheint, ich habe so etwas schon einmal gesehen. Als ob diese Symbole diese Kreaturen nach innen nicht lassen. Der einzige Ort, an dem ich schlafen kann, sind diese verdammten Kleiderschränke. Ich kann nicht herausfinden, wie ich aus diesem Ort herauskomme. Das einzige Essen, das ich hier finden konnte, sind Ratten, die wie Wespen um meinen verletzten Körper schwärmen. Sie warten darauf, dass ich meinen letzten Atemzug mache, um seinen kleinen Magen mit einem Fleisch zu füllen, mit meinem Fleisch zu füllen. Prüfen. Ach, wir können das Ding auch... Ah, das ist... Okay, gut zu wissen. Wir können diese Sachen scheinbar auch drehen. Ja, okay. Also das, was ich weiß, wir wollen von unserem Chef, unserer Immobilienfirma, wo wir arbeiten, zu diesem Haus geschickt. Das ist der Run, genau. Erstmal gucken, was interagieren. Taschenlampe, okay. Ducken gehen, glaube ich, nicht, ne? Nee. Und diese Blutspuren, die machen mich natürlich auch nicht froh. Hier hat scheinbar jemand drin geschlafen, oder? Das ist aber auch echt... Also ich muss sagen, es ist echt unbequem. Ich habe zwar noch nie in einem Kleiderschrank geschlafen... Aber ich kann mir vorstellen, dass das echt nicht so toll ist. Was ist das? The gramophone lags the tone arm. Okay. Ich hoffe bloß, dass wir bald, dass wir nicht Gesellschaft von dieser, von der schönen Frau bekommen. Dieses Spiel ist übrigens... Okay, warum steht da jetzt plötzlich irgendein Typ drin? Aber runtergehen ist eigentlich auch keine Option, ne? Nee, eigentlich nicht. Es wird nichts nützen. Oh. Boy, how did you get to this place? Oh, hey.
Oh Gott, wir müssen. Oh Gott, ich habe keine Waffe oder sowas, ne? Um Gottes Willen. Er scheint aber weg zu sein. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssen in den Schrank rein. Geht das? Das geht, okay. Manchmal kommen sie zurück. Ich hoffe aber nicht, wenn wir hier sind. Kulungu. Teddy. Er ist ziemlich angeschlagen, ja. So sieht er aus. Es ist auch schön oben geschrieben, oben rechts abmelden, prüfen und abmelden. Aber wir können nichts mit ihm machen. Ah, the locker is locked. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch einen Schlüssel. Oh, warum geht die Tür zu? Ich glaube, ich bin noch nicht wieder bereit dafür. Oh, ich hoffe, hier kommen keine. Ich hoffe, hier sind keine solche ekligen Schockeffekte. Okay, wer ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht aus. Oh Mann. Ich werde. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde nur mal vorsichtshalber, ich werde diese Schranktür einfach öffnen. Weil man wird sicherlich. Das war sicherlich eine Anspielung, dass man sich in diesen Schränken verstecken muss. Okay, komische Knarrgeräusche. Und irgendwo fiebt es. Okay, was? Na Gott sei Dank hat es überhaupt ge... Und jetzt natürlich hört das Pferd jetzt auf zu schaukeln. Hier scheint schon einiges passiert zu sein. Die Tapeten sehen auch schon sehr mitgenommen aus. Ich frage mich natürlich nur, wo diese komische Frau hin ist, die... Was ist das? Ich hoffe... Ach, Schlüssel. Okay. Das ist bestimmt für oben. Oder für hier. Ah, the locker is locked. Ist schon ein bisschen älter. Die Geschichte spielt übrigens in den 70er Jahren. Das Spiel, das ist mal was anderes. Das habe ich auf... Oh ja, da möchte ich auch nicht dran denken, wenn diese Maske tut. Aber eigentlich sind diese Masken voll cool. Ich mag diese Masken. Das ist so schlicht, aber irgendwie gruselig. Wir gucken uns erstmal hier unten ein bisschen um. Das Spiel spielt in den 70er Jahren. Und da habe ich auch einen Tonarm fürs Grammophon. Jawohl. Super. Offensichtlich. Das ist doch der Junge von eben, ne? Joshua Peterson, 13 Jahre alt. Er verließ sein Haus am 27. September und sein Standort ist bislang unbekannt. Wer Auskunft geben kann, ruft bitte an. Ja, das war er doch. Ja, das war der Junge auf jeden Fall. Ah, das Inventar. Golden Key, the house key.
Hausschlüssel. Hausschlüssel hört sich gut an. Ich möchte gerne. Oh Gott. Der hat mich gesehen, oder? Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Oh. Darf ich die Tür wieder aufmachen? Ich weiß es nicht. Gott, wo kam der her? Verflucht. Ich wusste es, diese Schränke sind dafür da. I need to hide. This creature haunts me. Wie? Wo? Gott, das war schon. Oh Gott, das ist der Junge, ne? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hab ihn direkt in die Augen geguckt. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich mich vor diesem Typen auch wieder erschrocken, ey. Wo ist die Schublade? The locker is locked. Ich hab doch den Schlüssel, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, der macht das automatisch. Ich glaube, ich bin nicht bereit dafür. Und natürlich, jetzt sieht man auch nichts. Na sicher. Oh Gott, wo kommt der her? Verarschen? Mach die Tür auf, ich... Oh Gott, ich... Diese scheiß Taste, diese scheiß Steuerung, ne? Diese verfluchte Steuerung. Ich hasse das mit WASD, ich hasse es. Ich hab... Jetzt war ich auf zwei Tasten gleichzeitig, ey. Ich hab's nicht hinbekommen, ey. Ich hab doch nicht hinbekommen, E zu drücken, ey. Meine Fresse. Diese Steuerung, ne? Wie ich diese WASD-Steuerung verfluche. Okay. Oh Gott. Das verfluche ich aber noch mehr. Ich bin so froh, dass diese Viecher die Türen nicht aufmachen, ne? Ich bin so froh. Sonst wär's das auch, wie wir uns... Gott, ja, weil ich war gleichzeitig auf der Taste W und auf der Taste E und dann wollte ich E drücken und dann ging das nicht. Dabei habe ich dann nämlich aus Versehen auf R gedrückt, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich... Okay, jetzt legen wir schnell die Platte auf. Vinyl disc. There is no record here. My name is Harry Bishop, and I will tell you my horrible story. Okay, erzählt es scheinbar selber nochmal. This story happened to me in the late 70s. Genau. And even the most terrible nightmare will seem only echoes of horror in comparison with those mysterious events. Selbst der schrecklichste Mal. Was? Das ist aber mal alt. And we had an old mansion in Maine, which no one could sell. It was a dead weight in our company. It's a stale product on the store's shelf, which was losing. Okay, die Übersetzung ist natürlich so mittel. After all, houses also have a shelf life. And then, one May morning, the silence of our office on the Fifth Avenue was broken by a telephone call. That call changed my whole life. It was a Mr. Johnson, a very strange client, who was willing to seize this old junk. Called Hellhouse. Namens Haus im Sitzen. The fact that a family of five people disappeared in this house did not frighten him. But on the contrary, it was the reason for such a strange verrückter purchase. Verrückter Typ, ey. After a brief conversation, my boss decided to send me to Stonebridge, to this provincial hall in Maine. My task was to inspect the house and make sure that it still didn't fall apart. And then to contact the client for a deal. Ich frage mich, warum diese Häuser immer stehen bleiben. Einfach abreißen und abfackeln. Einfach abfackeln.
Und das war der Prolog, oder was, ey? Ich fasse es ja nicht, ey. Natürlich, warum ist die. Ich wollte gerade sagen, warum ist die Taschenlampe jetzt leer, bitte? Okay, aber ist das jetzt nur das Haus oder warum sind wir jetzt plötzlich hier? War das jetzt gerade. Was war das gerade? Ich würde sagen, wir schauen uns hier bald um, aber ja. Ich wollte schon gerade sagen, bei Tag 2, aber zum Glück nicht. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bis dann.